Ja, liebe Freunde, ich habe die letzte Zeit sehr über das Thema Authentizität nachgedacht. Der Hintergrund ist, in meinen Coachings kam das bei jeder Sitzung irgendwann, kam ein Klient, der sagte, er möchte authentisch sein und mehr Authentizität erfahren. Und das hat mich natürlich ins Nachdenken gebracht, was es heißt. Ein Bekannter hat schon mal vor längerer Zeit von irgendeinem Fußballtrainer, da kenne ich mich jetzt nicht so aus, ich weiß gar nicht mehr, wer das war, gesagt, der ist super authentisch und das zeigt eben, wer authentisch ist, ist erfolgreich. Und ich habe dann gesagt, ja, sehe ich als Christ ein bisschen anders. Jesus Christus war super authentisch und ist am Kreuz geendet. Und auch Sokrates, wenn man es jetzt nicht christlich sieht, war super authentisch und hat Wert darauf gelegt, eine authentische Persönlichkeit zu sein. Und die Athener mochten das gar nicht, dass er ihn auch versucht hat, mit seinen Fragen zur Authentizität nämlich zu verhelfen. Das ist nämlich ein anderes Wort für das, was ein bewusstes, waches, wertorientiertes Leben ausmacht. Und deshalb haben sie ihn zwar nicht ans Kreuz genagelt, aber den Schierlingsbecher zum Tod verurteilt durch den Schierling. Und so ist es mit der Authentizität schon ein bisschen eine schwierige Sache. Ich selber habe vor allen Dingen festgestellt, dass meine Klienten meinen, das ist so etwas, das hat man dann in sich und das hat man dann ganz fest. Und wenn man diese Authentizität hat, dann ist man immer authentisch. Und ich fürchte, diese Art von Authentizität, die gibt es gar nicht. Es gibt einen sehr guten Buchtitel, der heißt »Triffst du den Buddha unterwegs?« von einem amerikanischen Psychologen. Und der Spruch geht nämlich weiter. Es ist ein Zen-Spruch. »Triffst du den Buddha unterwegs? Schlag ihm den Kopf ab.« Authentizität hat sicherlich nicht nur was mit Erleuchtung zu tun. Für manche ist es die absolute Vorstellung von Authentizität, erleuchtet zu sein. Für andere gibt es dafür andere Metaphern, andere Bilder, andere Worte. Aber im Zen ist es so, triffst du den Buddha unterwegs, heißt es, schlag ihm den Kopf ab. Du kannst es nicht festhalten, ja. Und diese Suche nach der Authentizität, das ist sicherlich etwas, was den modernen Menschen umtreibt in gewisser Weise, weil der Mensch war nie so in seiner Authentizität gefährdet, wie er das heute ist. Die Menschen wissen oft gar nicht, wie manipulierbar und manipuliert sie sind und werden. Und diese Suche nach Authentizität treibt uns gewissermaßen um, geht aber immer mehr verloren und es ist den meisten Menschen oft gar nicht bewusst. Und wenn wir dann dieses Gefühl der Authentizität haben, dann versuchen wir gewissermaßen wie auf dem Strom des Bewusstseins, das ist auch eine Zen-Metapher, auf dem Meer des Bewusstseins, da sind wir dann an einem Punkt, wo wir Erleuchtung oder Authentizität erfahren haben und dann machen wir eine Kerbe vor dem Boot, damit wir die Stelle wiederfinden. Und das ist Irrsinn, auf diese Art und Weise irgendwo eine Kerbe zu machen und es immer wieder zu finden. Authentizität hat sicherlich etwas mit Loslassen zu tun, mit Bereitsein, mit Mut, nicht authentische Erfahrungen gemacht, gewissermaßen zu machen, um dann wieder von dort in die Authentizität zurückzufinden beziehungsweise vom Sein mit der Authentizität beschenkt zu werden. Weil es ist ein Geschenk, authentisch sein zu können und sein zu dürfen. Und dazu gehört eben die Bereitschaft, sich nicht immer in den Strom der Masse einzugliedern, ein Einzelner zu sein, aber auch
zu erkennen, wo brauche ich die Gemeinschaft, um mich nicht zu verkapseln vor dem Leben, vor mich zu isolieren und mit der Gemeinschaft, mit der Offenheit fürs Leben, für andere Menschen durchs Leben zu gehen. Bei Blaise Pascal gibt es einen Honnête-Homme, das entspricht vielleicht so ein bisschen den Gentleman im Englischen, und dieser Honnête-Homme, der wird bezeichnet als jemand, der die Weisheit des Herzens hat, der sowohl klug ist als auch weise, der sowohl sich für etwas begeistern kann, aber auch für andere Dinge öffnen kann, der die Grenze zwischen Borniertheit und Fanatismus und Offenheit, Liberalität hat, der einen festen Standpunkt hat, aber sich dem Leben hingeben kann und bereit ist, das Leben zu leben. Und diese Form des Menschen zu leben, zu entfalten, dazu braucht es eben beide Pole, sowohl die Zeiten für sich, die Ruhe, wie auch die Offenheit für andere Menschen und das Geschäftige. Weder im einen noch im anderen Extrem ist das für Pascal letztlich zu finden. Und diese Mut, sich immer wieder auch in die Vereinzelung begeben, auch immer wieder ruhige Momente zu pflegen, auch immer wieder Kontakt mit der eigenen Natur und der Natur aufzunehmen, das schafft dann einen ganzheitlichen Menschen, und sich ganzheitlich zu bilden. Einer fragte dann mal, wie kommt man zu dieser Weisheit des Herzens in diese Philosophievorlesung? Und dann sagte der Heinrich Ombach, dazu sind diese Bücher da. Ja, man kann durch das Lesen von Büchern sich mit dem Leben anderer Menschen vertraut machen, einlassen in die anderen Erfahrungen anderer Menschen und die gewissermaßen im eigenen Herzen bewegen und dort dann eine Art, wie Schiller das sagte, Katharsis, eine Art Reinigung erfahren und in seinem Menschsein wachsen und gefördert werden. Was sie meinen sollten, ist Stress. Stress ist der Todfeind von Authentizität. Es gibt Menschen, die sind nach verschiedensten Dingen süchtig. Wenn man Drogen nimmt, dann macht man eine Scheinerfahrung der Authentizität. Man ist aber abhängig letztlich von der Droge, und da es nur eine Scheinerfahrung ist, da unser Bewusstsein weiß, das bin sozusagen gar nicht ich. Daher kommt auch diese Sucht. Oscar Wilde sagt einmal, eine Zigarette ist ein perfektes Zuchtmittel, weil sie verspricht etwas, was sie nie erfüllt. Und Stress ist eine noch infamere Sucht, weil es eigentlich den Menschen ganz aus sich rausbringt. Es ist diese Tortur im Hamsterrad, in das sich viele hineinbegeben. Sie meinen, je schneller sie da strampeln, je schneller sie ihren inneren Hamster laufen lassen, irgendwann kommen sie an ein Ziel, und dieses Ziel werden sie nie erreichen. Und da hilft es mal, das Hamsterrad zu unterbrechen, sich auf die eigene Mitte zu konzentrieren, in die eigene Tiefe zu gehen und auch diesen Aspekt des Lebens zu leben und wahrzunehmen. Im nächsten Beitrag werde ich heute statt eines Buches des Monats, das Buch ist vergriffen, einen Text von der Virginia Satir zitieren. Das war eine berühmte amerikanische Psychologin. Ich werde den Text auch abdrucken. Und in diesem Text sagt sie, ich bin ich. Und das war das Ziel ihres Arbeitens, jeden Menschen zu dieser Erfahrung, ich bin ich, und zu diesem Mut, zu sich selber zu stehen, zu führen, zu bringen, und jeden auf seinen ganz individuellen Weg im Bewusstsein seiner Einmaligkeit dorthin zu bringen. Und das ist auch meine Aufgabe in meiner Arbeit, und deshalb liebe ich diesen Text sehr. Und wie gesagt, in einem nächsten Video werde ich diesen Text jetzt noch verlesen, und ich werde ihn auch unten abdrucken. Ja, Ihnen alles, alles Gute. Bleiben Sie authentisch, werden Sie authentisch, haben Sie Mut, das Leben zu leben
und bis zu meinem nächsten Video. Alles Gute.